Hallo, herzlich willkommen bei mir bei der RC Bruder Baustelle im schönen Allgäu, ganz im Süden Deutschlands. Und wir haben heute Tag 3 der Dirty Bite Serie, der Detailvorstellung von meiner kleinen Flotte. Und am ersten Tag habe ich euch ja die Walze präsentiert. Gestern an Tag 2 war dann die Cut D8 Planierraupe dran. Und heute freue ich mich wahnsinnig, denn wir haben ein richtig tolles Modell, wo viele, viele Anfragen von euch auch immer kommen, per E-Mail und per Kommentare. Und auch jeder, der bei mir mal vor Ort war, schaut sich die immer ganz genau an. Deswegen freue ich mich, euch die heute auch mal im Detail etwas näher zu bringen. Wir sprechen hier vom Teleskoplader. Der ist heute dran an Tag 3 und ihr werdet es vermuten, denn unter diesem dreckigen Weiß versteckt sich der rote Bruder Manitou Teleskoplader. Machen wir erstmal ein paar Eckdaten zu dem Modell. Länge 37, Schaufel 17, Spurbreite auch 17, vorne wie hinten, Höhe, machen wir mal die Kabine, den Rest machen wir nachher, sind wir bei 15 cm und Gewicht hat der Kleine von ungefähr 1,5 Kilo. Den Teleskoplader habe ich gebaut im Ende 2016, Oktober, November ist der fertig geworden, also ist jetzt dann oder wird jetzt dann 2 Jahre alt und war also vom zeitlichen her das zweite Modell eigentlich aus dieser Serie. Ja, damals habe ich mir auch überlegt, okay, ich brauche irgendwas zum Beladen. Radlader gab es relativ viele und ich wollte A, wieder was anderes machen, ist ja schon bekannt, und zum Zweiten, ich habe für den Radlader keine so richtige Lösung gehabt, wo ich sage, die passt. Also ich bin bis dahin ein paar Mal mit dem Hydraulikmodellen gefahren vom Radlader, wo ich sage, top. Aber preislich damals jenseits aller Vorstellungen, zumindest aller meiner Vorstellungen, und habe ich gesagt, nee, das geht nicht mit Hydraulik. Dann bin ich ein paar von den elektrischen gefahren, war aber da auch jetzt nicht unbedingt so super zufrieden. Also es hat noch nicht so Klick gemacht, dass ich gesagt habe, ah, genau so muss der sein. Und dann bin ich auf den roten Manitou von Bruder gestoßen und habe mir gedacht, oh ja, okay, das könnte doch mal ein tolles Modell werden, so ein Teleskoplader. Und vor allem für das, dass er sehr klein ist, kann ich natürlich durch das Teleskopieren wahnsinnig weit auf. Ich stelle euch mal hier so ein Bild im Vergleich, den Teleskoplader hier zum Radlader an einem Joskin-Kipper. Und hier seht ihr schon, da haben wir keine Probleme, irgendwas zu beladen, wenn wir die Schaufel vorne nach draußen fahren. Vom Modell her ist es so, er ist Allrad angetrieben. Das war mir ganz wichtig und durch die Allradlenkung natürlich auch super handelbar. Das heißt, ich muss jetzt nicht großartig weit rangieren. Ich kann mich im Endeffekt wirklich auf den Punkt drehen. Ja, den Kleinen wollte ich dann umbauen und habe mir gedacht, okay, aber in Rot gefällt er mir eigentlich nicht, sondern nur das Grundmodell, und bin wieder so ein bisschen auf die Bildersuche gegangen. Ihr merkt, das mache ich relativ häufig, und bin dann auf den Bobcat gestoßen. Das ist dann dieser hier. Und das war im Endeffekt dann so die grobe Vorlage, wo ich gesagt habe, ah, okay, das gefällt mir vom Farblichen her, von allem, gefällt mir sehr gut. Und er hat eigentlich schon fast die Grundform von dem Manitou. Ja, wenn wir mal ehrlich sind, die ähneln sich eh alle ziemlich stark. Also man erkennt da jetzt nicht so viel Unterschied. Ich zeige ihn euch jetzt einmal im Rundflug. Das heißt, hier wurde im Endeffekt nur umlackiert. Das ist noch original. Alles, wie es von Bruder ist. Dann drehe ich es jetzt gerade mal um. Hinten, diese Klappe ist auch dran. Die habe ich auch halt einfach nur anders lackiert. Und, ihr seht, er pendelt etwas mit. Hier, das hier ist jetzt verändert worden.
Denn das sieht bei Manitou anders aus, das ist hier aufgespachtelt und dementsprechend angepasst worden. Ja? So. Die Klappe hier ist, da oben platzt leider immer ein bisschen der Lack ab, das ist bei diesem weichen Plastik und weil halt hier drunter das Batteriefach ist. Und genau, jetzt kommen wir es noch einmal rum. So, kommen wir ein bisschen zur Technik. Fangen wir unten an. Ich habe schon gesagt, das Ganze ist mit Allrad angetrieben. Heißt, wir haben je Rad einen Mikromotor. Und ich habe das beim ersten Video schon gesagt, wo es um die Walze ging. Ich gehe hier wieder mit dem Motor direkt auf den Radadapter. Das sind original Bruderreifen, die wo auch dabei waren. Ich gehe also direkt in den Adapter. Nur diese kleinen Mikromotore, kennst du sicherlich, diese kleinen Getriebemotore, da kommt einfach wahnsinnig viel Druck drauf. Das heißt, in diesem Fall sind die Kugel gelagert, die Welle, also Kugellager gestützt. Ja, bedeutet, die Motorwelle läuft in einem Kugellager, dass wenn also jetzt hier das Gewicht drauf kommt, auf die kleinen Motoren, dass das nicht über die Welle direkt in dieses kleine Getriebe übertragen wird, sondern dass das da wirklich auch gehalten wird, dass die Motoren leicht laufen und eigentlich nur antreiben müssen. Nichtsdestotrotz muss ich hierzu immer wieder sagen, die kleinen Motoren machen wahnsinnig viel Power. Man sollte sie nicht unterschätzen. Also die haben richtig Dampf. Ich habe auch vom krafttechnischen her im Gelände, am Berg, auch wenn ich das Material lade, keine Probleme. Aber hin und wieder natürlich Anfälligkeit, ein bisschen Dreck rein, nicht gescheit abgeklebt oder ähnliches. Dann streikt auch mal schnell so ein Getriebe. Ja, also ich habe jetzt, glaube ich, in den 2 Jahren dreimal einen Motor tauschen müssen. Zweimal, weil eben das Getriebe dann hinüber war. Und was auch ist, durch das, dass er gelenkt ist, also das heißt, die Motoren lenken mit. Ich drehe euch das mal um, dann seht ihr da ein bisschen unten hinein. Hier unten sitzen die Motoren drin und die werden damit gelenkt. Wenn ich das jetzt hier ein bisschen zwangslenke, hier oben seht ihr es, hier guckt der Motor dann raus. Und was hier natürlich ein Punkt ist, ist die Kabelführung. Ja, das heißt, diese Kabel sind natürlich permanent in Bewegung. Es ist zwar alles gelötet und auch hier jetzt mit Heißkleber nochmal verstärkt und gut isoliert und alles, aber durch diese Permanentbewegung reiben sich die Kabel einfach ab. Und man muss immer wieder mal ein Kabel tauschen, ja, weil dann habe ich einen Kabelbruch drin oder eine kalte Lötstelle oder ähnliches. Das passiert hier einfach. So. Die Vorderachse ist starr, das seht ihr, hier unten ist die Umlenkung. Und die Hinterachse ist pendelnd und in diesem Fall auch angetrieben, lenkt auch mit. Und was ihr hier seht, der Servo pendelt mit. Denn das ist so ja, ein bisschen ein Problem immer, wenn ich jetzt da ein Servo starr hinmachen würde und die Achse pendelt, dann würde ja der Servo durch das, dass der gerade stehen bleibt, beim Einpendeln immer die Lenkung ansprechen. Ganz klar, weil sich der Winkel verändert und dementsprechend würde der, wenn der pendelt, immer einlenken. Will ich nicht, das ist kein schönes Fahren. Das heißt, hier in dieser Achse ist der Servo mit angebaut und pendelt auch mit. Ja. Das Pendel ist relativ ordentlich, gleicht also alles aus im Gelände. Ich habe es ja bei der Planierraupe kurz angesprochen gehabt. Ich habe mit dem am Anfang meine Planinen gemacht oder versucht zu machen. Durch das, dass er sich natürlich jetzt ausgleicht durch die Pendelachse, steht er aber auch nicht immer 100% gerade. Das heißt, wenn ich irgendwo sage, ich will eine Straße wirklich gerade machen und mein Schild steht schräg, wird nichts. Ja? Daher damals der Gedanke der Planierraupe. Ja, das war von der Lenkung her und vom Antrieb her. Wir haben eine Allradlenkung. Jetzt muss ich bloß gerade mal einen Akku holen. Wieder einer der Zippy-Akkus. Ihr kennt es schon, hier auf der Seite, man kann diese Klappe auch ganz rausnehmen für den leichteren Betrieb. Also platztechnisch ist eine Katastrophe in diesem Modell. Das werde ich euch nachher nochmal zeigen. Also hier das Batteriefach ist noch ordentlich. Da würde auch ein größerer Akku reinpassen. Da habe ich noch ein bisschen Spiel. Aber ansonsten ist das elektronikmäßig hier echt eine Katastrophe. LiPo-Wächter, normal immer mit rein. Hier, ich fahre ihn ja nicht leer. Und
das ist die Fernbedienung, ist im Endeffekt wie diese silberne Fly Sky, wo ich sonst auch habe. Allerdings ist die hier nur über den PC zu programmieren, denn da fehlt das Display. So. Müssen wir noch mal kurz warten. Es sind wieder die Modellbauregler. Bevor ich es vergesse. Die Modellbauregler, weil ihr mich noch mal gefragt habt. Ihr findet die auf meiner Seite. Ich verlinke auch unten immer diese Sachen. Müsst ihr mal unten reingucken. Da ist dann auch das Grundmodell. Da ist nochmal der Link zu meiner Webseite. Da ist auch der Link zu den Sachen, die ich hier verbaut habe. Auch zu der Elektronik, wie sie angeschlossen ist, wie sie verbaut ist. Das hier sind diese Regler. Sind also sehr klein. Es sind noch keine Kabel dran, denn ich löte die ja sowieso hin, wie ich das brauche. Das Einzige, was in so einem Bestellpaket dann dabei ist, sind die Servokabel. Und eine Anleitung. Im Übrigen. So, die sind also wieder verbaut, die Modellbauregler. Und jetzt kommen wir zur Lenkung. Das heißt, ich habe jetzt hier standardmäßig eine Allradlenkung. Moment. So. Das heißt, es lenken die vorderen und die hinteren, wodurch ich natürlich einen wahnsinnig kleinen Wendekreis bekomme. Ich kann aber auch umstellen und kann sagen, ich will nur im Straßenbetrieb sozusagen nur die Vorderräder lenken lassen. Oder ich sage, ich möchte den Hundegang, das heißt, beide Reifen lenken gleich in die gleiche Richtung seitlich, wodurch das Modell dann eine seitwärts fährt. Nur vorne, da hat er natürlich den schlechtesten Wendekreis. Und wenn ich sage, wir machen hier auf Allrad, dann hat er natürlich einen wahnsinnig kleinen Wendekreis. So, nimmt gleich die Tasse mit. So, das war der Antrieb. Wie gesagt, vier Motore, alle Kugelgelager, diese Mikromotoren, die da verbaut sind, und eben die Allradlenkung. Wie schalte ich es um? Ich habe das programmiert über die Mischer im Endeffekt in der Fernbedienung. Das heißt, wenn ich sage, ich mache jetzt hier auf Normal und hier auf Normal, dann lenkt er nur vorne, dann kann ich auf Allrad oder eben auf Hundegang umstellen. Ja? Ist also reine Programmierarbeit. Durch das, ich habe jeden Servo vorne und hinten auf einem eigenen Kanal und kann somit bestimmen, wann welcher Servo lenkt. Das war Antrieb, das war Lenkung. Komme hier vor zum Schild und zum Arm und zum Teleskopieren. Das Schild ist breiter als original, denn auch hier, wie bei der Planierraupe auch, seltsamerweise ist immer das Schild schmäler als die Spurbreite. Das mag ich auch hier nicht. Hier sind wir bündig, hier sind wir gleich. Ich zeige das mal, ich habe die verbreitert. Also das heißt, ich habe im Endeffekt nur die Originalaufnahme. Es ist immer noch die Originalaufnahme, die Originalschaufel. Und die habe ich einfach um eine Schaufel links und rechts angesetzt und verbreitert. Was ihr seht, ist hier das Gitter. Das habe ich noch mit dazu gemacht. Hat auch einen speziellen Hintergrund. Denn wenn ich nach oben fahre und zu viel Material drin habe, dann kam das immer entgegen. So bleibt es liegen und fällt mir nicht immer in die Mechanik hinten rein. So, die Schaufel hat diesen Original-Klick-Mechanismus noch dran von Bruder. Das heißt, ich kann auch die Schaufel einfach wegklicksen und kann auch die Gabeln oder Heuballengabel oder was ich auch immer hinmachen möchte, die Staplergabel, kann ich da auch einfach montieren. So, fangen wir mal den an nach oben. Das Ganze läuft mit Motor, der sitzt hier hinten drin und läuft mittels Spindel. Da seht ihr die Spindel und diese Spindel zieht im Endeffekt oder beziehungsweise drückt diesen Arm hier nach vorne oder nach hinten. Und die hat nach oben hin keinen Anschlag, das heißt, wenn ich jetzt nicht aufpasse, würde nach vorne hin das einfach rausfallen, würde neutral laufen und dann einfach nicht mehr weitergehen, hat also keinen Endstopp. Nach unten hin ist ein Anschlag verbaut, das heißt, sobald die Schaufel hier unten ist und hier unten aufkommt, fährt er
Der fährt bis unten hin, ist fest, bleibt dort stehen. Ja? So, ihr seht, hat eine ordentliche Geschwindigkeit, hat trotzdem ganz schön Bums. Ist ein 25er Motor verbaut, der genau da hinten drin liegt. Und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Thema, wo ich vorhin gesagt habe. Also unter der Kabine ist nicht wirklich viel Platz. Ihr seht, da ist nicht viel Hohlraum. Ihr seht ja die Füße von dem. Das heißt, da unten ist eigentlich nicht wirklich Platz. Und jetzt guckt ihr mal da oben rein. Hier ist auch nicht wirklich viel Platz, denn die ganze Mechanik hier muss ja da in dieses Fach im Endeffekt eingelegt werden, wenn ich nach unten fahre. Von dem her wird es ganz schnell ganz eng in diesem Modell. Hier vorne die Schaufel läuft ebenfalls mit einem Zylinder. Hier oben guckt noch der Motor raus. Es sind bis auf die Lenkservos, die ja, wo ich nicht um einen Servo rumkomme, es sind keine Servos verbaut. Ja, es läuft alles mit Spindel, mit selbstsperrender. Das ist also die Schaufel. Die hat einen Endanschlag oben und unten. Das heißt, da passiert jetzt nichts. Sie hört einfach auf, wenn ich dementsprechend oben oder unten bin. Ihr seht, die läuft auch dementsprechend flüssig. Das ist eigentlich das, wo ich sage, das muss so sein, das gehört sich so. Dass ich da jetzt nicht ewig rumstehe und sage, dass das Ding irgendwie ausgeleert ist, muss das auch laufen. So, kommen wir zum dem, was diesen Teleskoplader ja von jedem anderen Radlader und anderem Gefährt dahingehend unterscheidet. Das heißt, wir können hier das Ganze ausfahren. Ist auch mit einer Spindel gemacht. Deckt er mich gleich. Ist auch mit einer Spindel, die im Inneren läuft und hat Endschalter drin. Ja, also ihr seht, der hat jetzt automatisch aufgehört. Habe ich an der Fernbedienung hier nur umgebaut. Ist im Endeffekt nichts anderes wie der Taster vorher auch. Eben eine Richtung, andere Richtung. In der Mitte ist Neutralstellung, dass er einfach stehen bleibt. Und jetzt ist er ganz oben. So, das ist also der höchste Punkt, damit wir den auch noch haben. Und wir kommen hier jetzt auf eine Höhe von 42 cm und zum Ausleeren haben wir eine Kante von 27 cm. Also die untere Kante 27 cm Ladehöhe, die wir hier erreichen, und das ist einfach sehr, sehr beachtlich. Ja, da haben wir mit den normalen Kippern kein Problem. Da können wir auch mal was etwas höher reichen. Selbst wenn ich weiter unten stehe, da komme ich gut zurande. Im Übrigen, auch die Kraft reicht aus vom Motor her. Wenn ich hier sage, ich habe jetzt die Schaufel voll und den Teleskoparm ganz draußen, macht er also auch mit. So, da hat er auch wieder einen Endschalter drin. Ich drehe noch mal gerade auf die andere Seite rum, damit ihr das auch noch mal seht. Dann fahren wir hier einfach noch mal raus. Hier oben sitzt ja normalerweise dieses Drehrad, das Bruder da vorgesehen hat. Hier sitzt auch diese Riffel noch drin, wenn ihr es denn seht. So, hier seht ihr noch diese Originalriffel. Die brauche ich hier nicht. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht hier einfach irgendwie ein Servo rein und dann, weil hier ist es ist fest. Also die steht jetzt fest. Ich kann jetzt auch wirklich, wenn ich unten bin, so ins Material reinfahren und das heben. Ja? Und dieser Teleskoparm, der wandert bei mir jetzt nicht bei jeder Schaufel rein und raus. Dafür ist er zu langsam. Das ist auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Sondern es geht im Endeffekt darum, dass ich sage, okay, ich stelle mich jetzt drauf ein. Ich muss jetzt einen Joskin beladen. Der ist einfach wahnsinnig hoch. Da brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Höhe, dann stelle ich mir diese Ladehöhe ein und dann fahre ich damit. Dann bleibe ich da und ich fahre natürlich jetzt nicht auf dieser Höhe mit einer vollen Schaufel dann spazieren. Denn, wir sind nochmal ganz oben, wenn ich jetzt hier oben Material drin habe und ihr seht es, das macht den echt auch keiner. Ja? Dieses Modell ist dafür nicht gedacht. Ich habe hier keine Stützen dran, ich bin da frei fahrend und wenn ich jetzt mit der Allradlenkung einlenke, dann ist der ein wackeliger Hund. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Das muss man auch erstmal ausgleichen. Das heißt, wenn ich jetzt auf unebenem Gelände fahre und ich würde jetzt so mit voll beladener Schaufel umeinander gurken, dann macht der auch die Grätsche. Ja, dann ist der weg. Deswegen muss man einfach auch hier wieder mit Hirn und Verstand fahren.
wie würde ich es denn normalerweise machen? Und er macht wahnsinnig viel mit. Also, wer die anderen Videos kennt, wo ich da schon auf der Baustelle mit dem Ding überall rumgegurkt bin und welche Hänge ich damit gemeistert habe, einfach durch diesen Allradantrieb, durch den kurzen Radstand auch, durch diese Bruderreifen, die ein wahnsinniges Profil haben. Es sind keine Gummireifen, das stimmt, aber dieses Profil geht auch nicht zu. Also das bleibt immer offen, der hat da wahnsinnigen Grip, der gräbt sich richtig rein ins Material und kann dadurch natürlich wahnsinnig diese Stärke auch ausspielen. Ich kann auf kleinstem Raum laden, durch die Allradlenkung und in diesem Maßstab, wenn ich jetzt sage, ich nehme den jetzt in Verbindung zum Beispiel mit dem MAN TGS, mit diesem kleinen Kipper, mit der roten Pritsche hinten drauf, kennt ihr ja auch aus meinen Videos, den, wo wir umgebaut haben, da ist der perfekt, da brauche ich nicht diese riesen Ladehöhe, da habe ich hier diesen kompakten Lader mit Allradlenkung, der fast auf dem Punkt drehen kann. Die Schaufel ist nicht so viel kleiner wie beim Radlader. Ich hole ihn gerade mal her. So, ich halte ihn mal so, weil der ist ja nicht an. Klar, die hier hat wesentlich mehr Tiefe, aber von der Breite her kommen wir da auch gut zurecht. Ja? Und wenn es eng ist, dann bin ich mit dem Kleinen genauso schnell wie jemand, der achtmal mit diesem Riesengerät hier rangieren muss. Aber den schauen wir uns übrigens morgen an. Ja? Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wir haben die Allradlenkung besprochen, wir haben das alles mit dabei. Wie immer habe ich ihn ja umlackiert. Dann haben wir ja den 1000er Zippy drin. Der hält jetzt in dem Fall tatsächlich noch länger, also 2,5 Stunden. Kann ich mit so einem 1000er Lipo-Akku hier leicht fahren. Wir haben nur kleine Motoren drin, die brauchen wahnsinnig wenig Ampere. Selbst unter der Belastung ziehen die nicht wirklich viel und von dem her hat man auch richtig lange was von diesem Modell. Also ich kann richtig lange laden, wo ich sage, da bin ich absolut glücklich. Ja? Und es ist kein Standardmodell, also man sieht es nicht sehr häufig. Würde mich freuen, wenn das mal hier oder da vielleicht mal einer mehr umbaut und vielleicht auch dann nicht unbedingt einfach nur, ich haue jetzt da ein Servo rein, sondern auch mal wieder einen schönen Umbau da gestaltet. Und wie gesagt, ich zeige ihn euch jetzt noch mal so ein bisschen rundherum, damit ihr das hier sehen könnt. Oh, jawohl, das ist im Endeffekt der ganze Zauber. Die Zylinder, die Frage kommt ja doch irgendwie immer wieder. Die sind selber gebaut. Also innen drin die Spindel, auch hier diese Spindelzylinder, die sind nicht dazu gekauft, sondern die sind selber halt genau auf Maß hierfür, für dieses Modell angefertigt. Ja, genauso wie die Achsen. Die Achsen sind übrigens auch aus Alu gefeilt. Ich habe immer noch keine CNC-Fräse. Ich habe nicht mal überhaupt eine Fräse. Mittlerweile habe ich da hinten so eine kleine Proxon stehen, aber damals war alles Sägen und Feilen. Und oft und viel nacharbeiten. Von dem her muss ich aber sagen, läuft hervorragend. Ich bin absolut zufrieden und ich würde ihn jederzeit wieder genauso bauen, wie er hier dasteht. Denn es läuft, es funktioniert. Ja? So. Morgen sehen wir uns wieder. Morgen stelle ich euch den Liebherr-Radlader vor aus dieser Serie und wenn ihr noch irgendwo was wissen wollt, wenn ihr was braucht, schaut auf meine Seite www.rc-bruderbaustelle.de. Da findet ihr eigentlich alle Bilder, die ich damals beim Umbau gemacht habe. Alles, was ich dazu wusste, habe ich da in den Baubericht mit reingeschrieben. Und ansonsten schreibt mir hier bei den Kommentaren, liked das Video, folgt meinem Kanal, damit ihr auf dem Laufenden bleibt und auch immer gleich eine Benachrichtigung kriegt, wenn ich wieder was online stelle. Ansonsten könnt ihr mich auch bei Facebook finden, da bin ich auch in diversen Gruppen natürlich unterwegs. Also alles kein Problem, bin in der Nähe. Und solltet ihr hier irgendwo aus dem Raum kommen, könnt ihr euch natürlich auch immer gerne melden und mal vorbeischneiden auf dem Ratsch und euch die Modelle in live anschauen. Da seid ihr natürlich auch immer herzlich eingeladen. Ja. Ansonsten sehen wir uns morgen mit dem Radlader, mit den Details zum Radlader und dann freue ich mich. Bis bald!